draußen. Nee, da wird dann nur gepiepst. Da kommt so ein Piep durch. Nee, das mache ich mit Sicherheit nein, nicht. Nein, das macht er nicht. Das ist doch viel zu viel Aufwand. Bist du, so ein... bist du denn deppert? So! Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Hochebenen richtig verteidigen soll. Muss ich gucken. Die Hochebenen? Das hört sich irgendwie so voll episch an, als wäre das so eine Herr der Ringe-Schlacht. Wir müssen die Hochebene nehmen. Hochebene in Ruhe. Ja, wir werden jetzt erstmal, wie heißt die Map überhaupt? Keine Ahnung. Ja. Da wohnen die Elben. Warte mal ab, wenn ich mit meinen Panthern erstmal vorstoße, bis zu den Minen von Moria. Was aber auf dem Balrog auf war. Ja. Der kann dich zerfetzen. Nee, nee, der wirft Bomben auf deinen Kopf. Ja, ich hoffe, die haben keine zu dicken Panzer. Wenn du einen IS-2 siehst, dann weg ihn nicht. Nee, die haben doch nur ah, Panzer. Schön. Stimmt, wir haben ja nur den Westen gegen uns. Ja, ja, der Westalliierten Butler. Schwachen Plutokratien, ja. Ja, die können nix. So. Soll ich die mal fragen, ob die ready sind? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht? Okay. Lass einfach mal schneller sein. Nix, wenn du einen Tipp willst, stell irgendwas Packmäßiges oder so da auf die Straße oder ein Panzer, dann schießt dir alles ja, weg. Ja, der konnte einen Stuck mit Doppelwert. Und auf der anderen Straße ein Stuhl. Gut, denk dran, dass wir hier den Bauernhof halten müssen und wir können den ja, recht easy auch den Wald da wegsnägeln. Das ist kein Problem. Ja, ich bring da, Zerschrecken. Ich halte den Bauernhof mit Sicherungstruppen. Wer den Bauernhof hält, gewinnt die Schlacht. Ja, nicht schon wieder. Der Bauernhof ist unser, es lebe Frankreich. Gut, das war eine andere Schlacht, aber... Die andere Flanke verloren, scheiße. Das ist aber echt ein guter Film. Ja. Es ist Grouchy, die Preußen sind da, lauft! Für die Zuschauer. Gesagt, das ist Grouchy. Ja, für die Zuschauer, die es nicht wissen, wir reden über den Film Waterloo. Ja. Ich bringe mal keine Infanterie hoch, ich bringe mal Panzer. Timo, wir beginnen mit einem Scheinangriff auf seinen rechten Flügel. Hugo Moore, wer den Bauernhof hält, gewinnt die Schlacht. Vorwärts! Erste Kompanie! Vorrücken! Ach ja, das ist herrlich. Ich weiß nicht, auf einmal bin ich so richtig. Ich fühle das gerade übelst. Ich weiß nicht. Eben war ich den ganzen Tag so down und träge, vielleicht wegen der Party gestern. Und jetzt. Ah, wie so ein Feuer in mir. Ich bin richtig motiviert. Feuer! Ja, jetzt. Ja, Mann. In mir drin ist einfach, weiß ich nicht, so ein Rammstein-Konzert am Laufen, ja. Feuer frei. Bang, bang. Ja, okay, alles klar, dann drücken wir Start. Let's go, machen wir sie fertig. Die ganze Armee soll vorrücken, Timo. In welche Richtung? Ich würde sagen, geradeaus. Alles klar, jetzt zeigen wir dem, wo der Hammer hängt. Erstmal kommt ein Aufklärungsflug. Jetzt zeigen wir dem, wo der Hammer hängt. Nee, was eine Hake ist, sowas. Machen wir mal so. Was eine Hake ist. Ich habe einen Jäger und zwei Stugas dabei für Notfälle. Ich habe Holz. Ja. Eine Doe 17, das ist ein gutes Flugzeug, der fliegende Pfeil. Ich habe noch einen Jäger mit, falls hier. Wen haben wir denn da? Hardcase und Lysander hält den Hügel. Achtung, Jagdflieger! Gegen Jagdflieger! Genau, nach links drehen, gute Sache. Ich bin auf dem Weg. Hol ihn dir! Die Spitfire! Spitfire! Los, Italy! Noch eine Spitfire! Avanti! Nein, das ist Bomber! Schieß ihn ab! Jawohl! Und jetzt den anderen! Schnapp den anderen! Nee, der andere ist weg! So gut wie! Ja, aber trotzdem versuchen! Macht nichts, dann greift die Bodenziele an! Nein! Bodenangriff! Hast du noch einen Aufklärer? Ja. Kannst du einmal nach links schicken? Einmal nach links. Ja, einmal nach links. Ich brauche die Jäger links. Schick deinen Jäger zurück. Was macht der da hinten? Ich bin gerade rechts beschäftigt mit Aufstellen. So,
Danke, Stukas, komm im Anflug. Stukas im Anflug auf bolschewikische Truppen und keine Ahnung. Ja. Da konnten Aufklärer. Ich hab die Hochebenen eingenommen. Ja. Der Bauernhof? Ne, warte mal, das war was anderes. Unser das Leben ist Frankreich. Wer den Bauernhof hält, gewinnt die Lage. Halte den Bauernhof. Und Stukas ran. Niklas, es kommt die Luftunterstützung. Ja, ich brauche hier in der Mitte Luftunterstützung. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Mit die 6 schicken. Ich fahr durch mit den französischen Panzern. Bis nach Valhalla. Einfach durch, bis Hougomont. Flieger! Flieger haben wir. Spritfires. Spritfires. Angriff. Oh ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das war's mit meinem Flieger. Scheiße. Schwerer Bomber im Anflug. Italien hilft. Das ist noch eine Spritfire. Fliegeralarm. Der holt meinen Bomber vom Himmel. Nein, der Bomber hat ihn abgeschossen. Gut gemacht. Panzer rücken vor. Verdammten Briten schon wieder. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Feind direkt zur eigenen Stellung. Der Brite, er greift an. Feuerbereitschaft hergestellt. Gib ihm. Wir reden echt so viele Siedler. Alarm. Nee, jetzt sie. Oh, Alter, jetzt macht er hier einen kompletten Angriff. Was soll das denn? Wie frech. Hier Bengel. Fliegeralarm, Achtung, die Do. Können meine B2 was gegen die Do? Das müssen wir jetzt herausfinden. Nein, doch nicht die Do. Nach links drehen, genau. Ich habe keinen Jäger verfügbar. Ich hab nur Stukas. Scheiße, da ist Pack. Jawohl, Aufwand. Der pusht mich gerade mit Schirm zu fett weg. Scheiße, das war klar. Marschbereitschaft hergestellt. Scheiße. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts, Marsch, Front und Weit. Todesstraße. Zu Befehl. Vorsicht mit den T4s, da ist auch die Pack, ich hol was dafür ran. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Wir wurden getroffen! Klar und deutlich. Oh, rechts auf dem Hügel kommen sie jetzt mit Panzern und ja, geholt. Ich weiß, da kommen sie jetzt fett. Ersten Gegner ausgeschossen. Ich muss die Schirmitz killen. Die Tank Destroyer ist mir egal. Schirmitz killen, ja, das ist ich ums. Nein! Ja, Schirmitz hier. Kacke. Scheiße, ich hab mir verloren. Jawohl, Hauptmann. Danke für die Bombe. Zurück und verlangsamt. Wie weit? Wie leer?
Ich komme gegen die Pack nicht an, wir haben viel zu hohe Verluste. Na endlich. Hören Sie klar und deutlich. Zum Schützenrodel aufgehen, mir nach. Scheiße. Iwin. Was? Der Sherman. Ja. Ich hab dir gesagt, fahr nicht so weit vor. Und du bist mit allen Panzern vorgefahren. Flachs in den Wald verteilen. Warten auf Luft- oder Bodenziele. Wir müssen erstmal rechts den Hügel zurückerobern. Ja, hat jemand Jagdmaschinen? Ich hab Jagdmaschinen, ja. Ja, dann ich schicke jetzt Stukas los. Dann musst du mir Jagdschutz geben. Die fliegen jetzt los. Ja. Einfach weiter hinten warten, bitte, damit nicht zu weit vorausfliegen. Er hat Flak mitgebracht. Ja. Diese GMC ist aber das ist. Achtung, da kommen die Spitfires. Ja. Meine Flak steht noch da. Vielleicht kriege ich sie. Ah, es hat mich erwischt! Alpha, Kontrolle Radio. Wenn du wartest mit dem Hochfahren, schicke ich noch meinen Panzer 3 mit. Ja, die stehen da, bleiben da unten stehen. Okay. Na, Pass B. Jetzt kommen sie da angerollt. M4 Sherman. Warum haben wir nichts auf dem Hügel? Da kann ich. Ich dachte nur, bis hier. Nee, wir müssen den Hügel zurückerobern. Schicksicherungstruppen. Also, wir müssen halt die da raustreiben. Die fallen uns ja voll in die Flanke. Wollen Sie mitfahren? Taxi, dort müssen wir hin. Okay, Flieger zurück, Jagdflieger zurück. Wenn du die Stuka da alleine reinschickst. Feindgesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen.
zu eigener Stellung. Die Flak liegt unter Mörderbeschuss. Jetzt müssen wir uns rechts um den Hügel kümmern. Ich glaube, dort ist ein Aufklärer drin. Das kann ja gut sein, aber wir müssen unsere Einheit ein bisschen auseinanderziehen. Die stehen viel zu dicht beieinander. Aufpassen, 17 Funder. Ja, hab ich gesehen. Ja, ausladen. Ja, ausladen, was für ausladen, wenn du den Punkt nicht sicherst. Das ist rechts haben wir auch bemörsert, die Flak. Ja, zurück. Und wir müssen da jetzt rauf. B2 hochfahren zuerst und dann fährst du hoch. B2 fahren jetzt hoch. Warte, muss ich auf B2 Flugzeuge? Was machen die B2? Die drehen sich! Ich verstehe es nicht. Okay, du musst weiter angreifen mit den Panzern. Du hast keine Wahl. Keine Wahl, das ist eh Schmutz. Sollen dann alle einfach mal den Tank Destroyer da kaputt machen? Schütze außer Gefecht gesetzt, ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt. Sehr gut, die B2 sind dick gepanzert. Schau, das kommt da nicht durch. Oh, ich hab den Fahrer getötet. Oh, das könnte was werden. Feind direkt zur eigenen Stellung. Zur Stelle, Hauptmann. Marsch, Marsch! Raketenwerfer kann eingesetzt werden. Jawohl, das funktioniert, das klappt sogar. Wenn du mit dem Panzer 4 gegen die 17 Fünder kämpfst, wirst du, glaube ich. Gewonnen. Oh, du hast gewonnen. Das wundert mich jetzt hart. Respekt an den Panzer 4. Damit habe ich nicht gerechnet. Überprüft Waffen und Munition. Feind direkt zur eigenen Stellung. Feuer bereit. Achtung, werden von links angegriffen. Panzer kommen. T4 zurückziehen. Niklas, nicht alleine kämpfen. Oder TA. Niklas zurück. Und tot. So, ich schieb die Panzer ein Stück zurück. Wir können so alleine nicht kämpfen. Wir brauchen das schwereres Gerät. Ich habe eine Wurframme, wenn du eine brauchst. Wenn du auf den Hügel willst, Timo. Ich bin schon am Angreifen jetzt. Oh, da fährt ein Jumbo hoch. Niklas, hier muss ich mal zurückziehen, du bist jetzt zu Brei geschossen. Hast du Jagdmaschinen?
Nick, Timo? Wie viel ich Reparatur. Ja, hab ich. Doch, ich kann welche nachholen. Beine. Alles klar, dann schick Jäger auf den Hügel zur Sicherung jetzt. Fahr doch! Och. Raketen geladen, Kommandant! Treiber kann abgefeuert werden! Wir wurden getroffen! Wir dürfen diesen Westkern nicht im Luftflug lernen! Köpfe runter! Ja, komm. Ach, scheiße, ey. Ich weiß nicht, ob du mit dem Schuck da durchkommst. Der hat mir gerade seine Seite gezeigt. Deswegen. Er versucht. Wie wär's denn, wenn du den Hügel einnebelst mit deiner Artillerie und dann Infanterie vorschickst mit Panzerfäusten? Mach ich gleich. Aber die hab ich erst jetzt gleich. Ich hab die Arti erst gerade aufgestellt. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Bereit für die Jagd. Scheiße, das war knapp. Also wenn ich dir helfen soll beim Nebel, muss Bescheid sagen. Alles gut, ich stehe jetzt kurz meine Party noch hin und warte noch kurz auf den Rest, der da kommen soll von mir. Und noch mehr Scheiße, ey. Ziel vernichtet! Artillerie zu Diensten. Achtung, da ist Pack, Niklas. Nicht da hochfahren mit Panzer 4 in der Kuppe entlang fahren. Ah, zu spät. Und 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Viel frei. Viel her. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Und weiter nebeln, dass du auch die Kuppe einnebelst hier hinten. Ja, Hauptmann. Gute Jagd, Torino.
Vorsicht, 17 Fünder hier. Schieß auf die Flak von dir, Niklas. Bereit zum Feuern, Kommandant. Flak tot. Verdammt, es hat mich erwischt. Haben wir schwere Flak für den Hügel links? Ich hab keinen schweren Flak. Es hat mich erwischt. Da ist der Panzer. Du hast ihm die Seite gezeigt, bist du rückwärts auf ihn zugefahren. Ja, das geht nicht. Hast du keinen Jagdpanther, den du da hochschieben kannst? Wir werden instant gepennt von dem ganzen Scheiß, der hier steht. Ja, Kommandant. Unsere Artillerie wird gegen Artillerie. Ihre Befehle. Ich hasse diese Jagdpanther. So schlimm. Geben Sie uns Feuerkoordinaten. Wir dürfen diesen Westkern nicht den Rücken zukehren. Stehen bereit. Sehr gut. Jawohl. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Jetzt wird es wissen, ey.
Du hast doch die Off-Map, schmeiß die mal auf den Hügel. Ja, kommt als nächstes. Bereit zum Feuern, Kommandant! Der ist hinüber! Wir müssen hier raus! Sprenggeschosse geladen, Feuer bereit! Zieh den Arsch an, Hans! Wir müssen hier raus! Sehr schön. Immer drauf halten. Du hast dich selber bombardiert. Ich hab mitten auf den Hügel gehalten. Nicht wieder raus hier! Ja, Kommandant. Verdammt, es hat mich erwischt. Feuer bereit. Achtung, der Feind ist da. Den Feind hat's zerlegt. Wir müssen hier raus! Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Wir machen Halt. So verstanden. Ende. Halt ja mit Artillerie. Gleich. Weil wir müssen gegen Artillerie schießen. Ich schieß schon gegen Arti. Gut. Klasse! Ziel zerstört! Nick, das kannst du hier vorrücken auf dem Hügel mit dem Panzer 4, dass du näher rankommst. Jetzt liegt da gerade Smoke vor dem Pax. Jo. Wie lautet der Plan? Wir stehen unter Beschuss! Wollen Sie mitfahren? Code 6, kampfbereit. Alles unter Beschuss.
wartet auf Feuerkoordinaten. Flammenwerfer bereit. Hier und zwei ist Feind gesichtet. Deutsche Kompanie bereit. Raketen in die Mitte. Auf den Hügel. Wir wurden getroffen. Oh ja. Der betrifft nicht die Infanterie, daher ist es mir egal. Hergestellt. Jawohl, Herr Kommandant. Marsch, marsch! Salve können abgefeuert werden. 25 Grad nach oben. Feuer! Wir stehen unter Beschuss. Raketen geladen, Kommandant. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ist denn?
bleibt zur Stelle. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Macht euch einsatzbereit. Zu Befehl. Herr Kommandant? Könnt es kaum erwarten. Rückwärts, Marsch! Auf der Suche nach Beute. Ja, ja, tonnenweise Material wieder. Befehle, Kommandant? Iron 2, Feind gesichtet. Ah, hat mich erwischt! Vorsicht, da schießt eine 17-Pfünder Pack auf dich. Ja, hab ich schon gesehen. Nicht da. Ah, es hat mich erwischt! Abmarsch, Männer! Lasst mich raus! Ich will da raus! Lasst
Gerätschaft hergestellt. Hauptmann. Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Mehr Feuerkraft gefällig? Ich habe noch 4 Geschütze. Der Rest ist schon zerschlagen. Ich mache alles auf Gegenart. Ich habe noch 6 oder so. Hoch auf dem gelben Wagen. Also ich bomb die gerade grob. Hier vernichtet. Lanzer zur Stelle. Gar nicht mehr so viel haben. Tja, anscheinend doch. Jawohl. Feind gesichtet.
Jawohl, Hauptmann. Volle Geschwindigkeit. Der hat uns erwischt! Geschütz überprüft und einsatzbereit. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Grad nach oben. Feuer. Ich höre. Marschgeschwindigkeit erreicht. Verstanden. Ende. So, dann wünscht mir Glück. Ist das Angriff? Ja, Angriff links. Volle Granate. Ich habe da jetzt richtig Geld rein investiert. Durchzuhalten. Einfach durchhalten, den Feind beschäftigen, mit Artillerie und Flugzeugen ihn behagen, im Boden festkrallen. Ja, Hauptmann. Nein, ich bin von 6 auf 4 Geschütze runtergestumpft. Zu Befehl. So, Angriff beginnt. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Was sind Ihre Befehle? Jawohl. Angriff! Deutsche Kompanie bereit. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Gute Arbeit, Lichtschütze. Höre Sie gut. Pauke, greifen jetzt an. Wie sieht es doch mit Flaggen aus? Oh, jetzt werde ich gefickt. Jetzt brauche ich Jäger. Wenn jemand Jäger hat, raus damit. Könnt ihr, wenn er noch zusätzlich auf die Abwehr schauen? Scheiße, verdammt! Wir haben Munition geladen! Jagdpanzer bereit! Auf Luft- oder Bodenziele. Gute Arbeit, Lichtschütze!
Speer zur Stelle. Männer, mir nach. Das war die Flugabwehr. Flak bitte links weiter vorschieben und abprotzen. Ja, die habe ich schon auf Aufladen geschickt, Ausladen geschickt, die fährt schon. Fährt bis hier vorne hin. Feuer! Noch ein paar Panzer runter. Lese schon. Bereit, eine Panzer den Gar auszumachen. Verstanden! Aufspüren und vernichten! Was sind Ihre Befehle? Die haben da auch einen Angriff vorbereitet. Die hatten ihn schon ewig dort vorbereitet. Halte Ausschau nach feindlichen Flugzeugen. Wird ausgeführt. Ende. Hauptmann. Sehr gut, ich wollte unbedingt den Scout abschießen, damit er dann den nicht nochmal schickt. Wenn sie den Hügel stürmen, sagt Bescheid. Alles gut, die Bomben gerade ins Leere, Alliere Arti. Ja. Nämlich nichts. Drei Jagdpanzer habe ich noch. Was steht denn mal da ganz oben auf dem ganz rechten Hügel? Wo? Auf den ganz rechten Hügel. Hast du noch Off-Map-Artillerie? Ich? Ja. Was, bevor er über die Kuppe fährt, ich würde jetzt setzen, der fährt jetzt rauf. Damit er geschockt ist, wenn er hochfährt. Ja. Weil die leichten Fahrzeuge von ihm sind schon da. Und setz am besten jetzt die Off-Map. Ja, ich muss gucken. Der muss erstmal ranfahren. 3, 2, 1, kommt. 25 Grad nach oben. Feuer! Scheiße, das war klar! Ja,
Alter. Nicht zu nah rangehen mit deiner Infanterie, da kommt ja die Eisenbahn-Arti noch runter. Ja, ja, ich hab noch Jagdbomber. Da stehen 8 Achter. Wie lauten die Befehle? Ich nehme jetzt auch rechts den Hügel weg. Greift er jetzt an. Verdammter Mist, der Motor brennt! Schlachtflieger bereit. Verstanden. Was steht da viel? Steht wenig. Im Vergleich, was der bei mir schon reingeworfen hat. Die Luft hier oben! Aber trotzdem kann er mich halt pennen, geil. Das ist mal wieder fantastisch, muss ich sagen. Aber ich greif ihn jetzt an, den Stups. Wenn die hoffentlich nicht One-Hit sind, jeder, geil. Ja, bitte. Wir erfüllen unsere Pflicht. Komplett weg. Wie lauten Ihre Befehle? Vorsichtig, Männer, der Feind ist in der Nähe. Breiter Aufwand. Jawohl, Kommandant. Vorwärts und immer nach dem Feind Ausschau halten. Was können wir für Sie tun? Einfach mal in die Richtung. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Marsch! Aber halten Sie auf unser Blatt! Wir stehen unter Beschuss! Volle Schwanze! Bereit zum Feuern, Kommandant. Die wollen es noch mal wissen. Jawohl. Wir brauchen die Anzahl der Gegner. Raketen geladen, Kommandant. In Bewegung. Macht euch kampfbereit. Keine Vorkommnisse. Bankgesichtet. Gefechtsbereitschaft erstellen. Verstanden. Es hat mich erwischt. Wo werden wir gebraucht? Was er kann, kann ich auch. Ihre Befehle, Kommandant? Verdammt! Es hat mich erwischt! Abmarsch, Männer! Feuer bereit. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Verstanden. Wachsam bleiben. Infanterie bereit. Ich kann die Kugel an mir vermeintlich hören. Hier fliegt bald alles in die Luft. Ja, bitte. Hardcase auf bei mir, Mhm.
witzig, mir ein Diver. Aber wahrscheinlich gleich. Schon das alles weg. Gesessen. Aber meine 8-8, die hält da. Hören Sie klar und deutlich. Der Jumbo kotzt mich da. Ja, fall beim Boot. Warte mal, ich hatte eine bekloppte Idee. Eine bekloppte Idee? Ja, auf den Berg rechts. Ich hol mal. Vorbei. Ja. Oh. 70 Minuten. Ei, ei, ei. Ach du Scheiße. Es war geil. Es war geil. Wir bedanken uns fürs Zusehen, hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und sehen uns nächste Runde. Bis dann. Ciao, ciao.